Zaun, da wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Petri sieht was. Jetzt nicht, Petri. Doch, Petri, folge. Steinstarke Idee, Petri. Nichts wie rauf. Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Schomper, musst du immer so lang sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller, als wir denken. Hier sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Vorsichtig. Tja, das kannst du laut sagen. Uff. Sag mal, wo ist Chomper? Mir auch Ducky nicht gesehen. Chomper! Ducky! Wir sind hier! Was macht ihr beide denn da oben? Alles in Ordnung mit euch? Ja, sieht so aus. Seid ihr auch alle unverletzt? Das Erdschütteln hat uns etwas durchgeschüttelt, aber es ist nichts passiert. Kralle ist nicht mehr zu sehen. Das ist gut. Bis auf, naja, dass wir hier oben sind. Und wir kommen hier nicht weg. Nein, nein, nein. Es muss einen anderen Weg zu dem Felsen da geben. Richtig, es gibt immer einen anderen Weg. Es sei denn, es ist der einzige Weg. Hey, keine Sorge, wir finden einen Weg. Ich bin nicht gerne so hoch oben. Oh nein, nein, nein. Also ich find's irgendwie spannend. Und außerdem helfen uns doch unsere Freunde. Thank you.
es nicht. Sein Schwanz ist in den Felsen eingeklemmt. Wir sind sicher, solange wir uns von seinen scharfen Klauen fernhalten. Und von seinen Zähnen. Hier oben ist nicht sehr viel Platz für uns. Und Kralle. Mit seinen scharfen Zähnen. Ich mag es nicht, so dicht bei einem Schafzahn zu sein. Oh, damit meine ich natürlich nicht dicht, Champa. Ich glaube, den Weg sind wir hergekommen. Das doofe Erdschütteln hat alles durcheinander gebracht. Das Erdschütteln hat uns auch geholfen, vor Kralle zu fliehen. Man muss das Gute gegen das Schlechte abwiegen, denn sonst verliert man ganz rasch den Durchblick. Schon wieder! Kufa, ja, nix wie weg! Wir müssen den Weg zurücklaufen, den wir gekommen sind! Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch! Da kommt der Schafzahn nicht durch. Na los! Nicht gleich in die Höhle gekommen, Littlefoot. Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chompa und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hat er dich schon wieder kleiner genannt? Ja, und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden. Aber sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein! Seht mal, Wurzelhöhen uns näher angeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chompa retten. Tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen.
Blau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist, aber in dir drin bist du doch groß. Champa, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Geht beiseite, Freunde! Es funktioniert! Baum macht Brücke für uns! Ja! Jetzt habt ihr gerade gezeigt, wer hier groß ist! Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Schafzahn zu sein. Wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären, zum Beispiel zu Hause. Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Da nichts wie rein mit uns. Kleine Nestlinge haben den Vortritt. Ja, das bin ich. Japp, japp, japp. Nicht, dass es das gibt. Man sieht gar nicht, wo das hinführt. Sieht aus wie eine riesengroße Höhle. Ich frag mich, wie groß die ist. Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Los, kommt mit! Wow! Hey, seht euch das an! Oh. Los, kommt! Echt komisch, dass wir hier noch nie waren. Das gefällt mich.
das unser spezieller kleiner Versteckungsplatz. Solche Bäume habe ich noch nie gesehen. Das riecht gut. Igitt, ihr Blattfresser habt ja vielleicht einen komischen Geschmack. Ich glaube, die Baumleckereien schmecken. Ja, das glaube ich auch. Oh doch, oh doch. Vielleicht stimmt was mit euren Nasen nicht. Das riecht so übel, dass ich Kopfschmerzen kriege. Ich verschwinde. Warte auf mich, Chomper. Ich kann nicht auf dich aufpassen, wenn ich dich nicht sehe. Wir treffen uns alle nachher, wenn wir hier fertig sind. Hey, seht mal. Spike findet, dass die Leckereien so gut schmecken, wie sie riechen. Die schmecken super. Ich probier gleich noch eine. Und dann noch eine. Ja, und noch eine. Wir sollten lieber wieder zurückkehren. Ich kann's kaum erwarten, allen zu erzählen, wie toll die Baumleckereien waren. Wenn du das tust, dann wollen alle was davon abhaben. Zera, du weißt doch, dass man sowas nicht geheim halten darf. Aber hier gibt's nicht genug Baumleckereien für alle. Wozu sollen wir es ihnen dann erzählen? Tja, ich denke, da ist was dran. Ja, selbstverständlich. Um ein paar versteckte Bäume mit Baumleckereien müssen wir doch nicht so viel Wind machen. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gefuttert. Ducky, Spike, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo habt ihr gesteckt? Also, wir waren... Naja, wir haben Fangen gespielt. Ihr müsst doch furchtbar hungrig sein. Die habe ich extra für euch aufgehoben. Ducky, Spike, geht es euch auch wirklich gut? Ihr habt ja immer noch nichts gegessen. Wir haben keinen Hunger. Du und Spike? Ihr habt keinen Hunger? Genau. Vom vielen Fangenspielen sind wir irgendwie satt geworden. Mama, es gibt da etwas, was Spike und ich dir sagen. Nein, das kann nicht sein. Nicht hier. Oh nein. Was ist los, Spike? Kinder, los! Schnellschnapper hier im großen Tal? Da sind Krallen und Klaue! Schnell, beeilt euch! Ducky, Spike, schnell weg hier! Nehmt die Nestlinge und die Kleinen in eure Mitte. Und der Rest folgt mir und Großvater Langhals. Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Thank you.
mir leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Scharfzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Scharfzahn von allen. Wenn die hier sind, dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und rauskommen. Genau, und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Spikey, willst du noch eine? Hm? Ich hab keinen Hunger. Was ist, Spikey? Was? Da scheint ein Weg zu sein. Tja, aber wo führt der hin? Sieht echt unglaublich. Das ist ein anderer Eingang zu unserem geheimen Plätzchen. Und er führt direkt ins geheimnisvolle Jenseits. Oh, oh. Und das ist nicht alles. Schnellschnapper-Fußabdrücke. Wenn die Schnellschnapper hier reinkommen, dann könnten sie auch den Weg ins große Tal finden. So sind sie also letzte Nacht reingekommen. Oh, mir verschwinden, mir angstlich. Was wir jetzt machen? Wir wissen, wie die Schnellschnapper ins große Tal gelangt sind. Wir müssen die anderen warnen. Das war ein großer Fehler. Niemand darf die Baumleckereien in der versteckten Schlucht essen. Ihr habt also Fußabdrücke gesehen? Ja, Schnellschnapper-Fußabdrücke. Kinder, wie viele von den Baumleckereien habt ihr denn gegessen? Sehr viele. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Diese Baumleckereien haben einen Geruch, den Scharfzähne nicht ausstehen können. Genau genommen macht sie der Geruch krank. Ja, das glaube ich. Aber wenn nicht mehr sehr viele davon übrig sind, hält der Geruch die Scharfzähne nicht davon ab, ins große Tal zu kommen. Was? Oh nein! Großmutter, du musst die anderen warnen. Vater Dreihorn und ich untersuchen die versteckte Schlucht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie die Scharfzähne hier reingekommen sind. Oh je, es gibt nur noch ein paar Baumleckereien hier. Tja, die riechen nicht mehr sehr stark. Die halten die Scharfzähne garantiert nicht fern. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Scharfzähne vom großen Tal fernzuhalten. Es ist zu spät. Die Schnellschnapper kommen zurück. Das klingt wie... Rotklaue! Wir haben uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Scharfzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch!
niemals rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Dietrich, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Scharfzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werft so ein Ding zu mir. Kann wirklich verschlossen werden, Großmutter? Ja, Littlefoot. Wir müssen sicher gehen, dass nie wieder ein Schafzahn den Weg ins große Tal findet. Wir können niemals nicht wieder in unser spezielles geheimes Versteck. Nein, nein, nein. So, meine Freunde, der Zugang zur geheimen Schlucht ist verschlossen und das große Tal ist wieder vor den Scharfzähnen sicher. Also, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir alle in Gefahr gebracht haben. Wir haben den anderen nichts von den Baumfrüchten erzählt, die wir gefunden haben. Uns tut sehr, sehr, sehr leid. Das sollte euch auch leid tun. Ich bin zu alt, um mich mit Scharfzähnen rumzuschlagen. Aber Papsi, wie du mit Rotklaue gekämpft hast, das war total mutig. Oh. Wer hätte das gedacht? Mit Rotklaue gekämpft? Naja, also, das war doch nichts Besonderes. Was sollte ich machen? Ich stand Rotklaue Auge in Auge gegenüber. Man muss einen Scharfzahn glauben lassen, dass man keine Angst vor ihm hat. Das ist der Trick. Also marschierte ich auf den riesigen Rüpel zu und schaute ihm fest in die Augen. Dann brüllte ich so laut.
Ich hoffe, Petri, ist nichts passiert. Ich habe noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri lebt? Wow, der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot Jumper Ruby, mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung, aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Ich sag's ja nur ungern, aber ich hab Hunger. Mm. Yummy, ein Bodenkrabbler! Durch das viele Himmelswasser ist es schwer, was zu essen zu finden. Ich habe einen Dino-Hunger. Naja, wenigstens haben wir etwas von unserem Nest gerettet. Das nicht viel, aber guter Anfang. Petri, was hast du vor, Junge? Wir bauen Nest wieder zusammen. Der Felsen kann unser Nest nicht mehr halten, Petri. Aber dass unser Hause... Tut mir leid, Petri. Dort ist es jetzt nicht mehr sicher. Wir es überdachen, dann auch schön trocken. Die Tage des fallenden Wassers dauern noch eine Weile an. Aber wenn wir hier bleiben, dann wird unser Nest immer und immer wieder weggespült. Oh. Tut mir leid, Kinder. Aber ich fürchte, wir müssen umziehen. Steinstarke Sache! Na schön. Umziehen. Ducky, was soll denn das? Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen. Sie muss ja auch gar nicht schwimmen. Es ist so flach, dass sie stehen kann. Tricia, komm sofort aus dem Wasser raus. Da war was. Tricia! Ich rette dich! Ich hab dich, Tricia! Es ist alles wieder gut! Ist mit dir alles in Ordnung, Sarah? Mir geht's bestens. Aber Tricia wäre beinahe untergegluckert. Wenn du nicht so viel vom Schwimmen erzählt hättest, dann wäre Tricia gar nicht erst ins Wasser reingesprungen. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass... Ducky, die Tage des fallenden Wassers können für junge Dinos wie Tricia sehr gefährlich sein. Aber Tricia möchte wieder reinkommen. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern ich. Ich werde Tricia Schwimmen beibringen. Du? Aber Dreihörner sind nicht gerade die besten Schwimmerzehrer. Dreihörner können alles, was sie wollen. Umziehen, umziehen. Oh, wir wollen nicht umziehen, wir lieben zu Hause. Ich weiß, Petri, ich liebe auch unser Zuhause. Aber wir müssen ein neues Zuhause finden. Eins, das sicher ist. Aber neues Hause wird nicht unser Hause. Mach dir keine Sorgen, Petri. Als Ruby und ich zum ersten Mal in die geheimen Höhlen gezogen sind, dachten wir, sie sind dunkel und eiskalt und ganz doll unheimlich. Aber dann stellte sich raus, dass man dort super leben kann. Ich liebe mein neues Zuhause. Mach's gut, altes Hause. Auf Wiedersehen, alten Freunden. Petri, nur weil du dein altes Zuhause verlässt, heißt das doch nicht, dass du auch deine Freunde verlässt. Ja, genau. Und wir helfen dir bei deinem Umzug. Wirklich? Also dann, Kinder, lasst uns ein neues Nest bauen. So schön, Tricia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid.
Ja, jetzt reicht's aber. Also mit deinem Hinterbein paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tritia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich will doch nicht, dass Tritia etwas passiert. Wirklich nicht, nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tritia, wie man schwimmt. Auf der Stelle! Ich will's versuchen. Alles in Ordnung mit euch, Kinder? Alles klar. Ja. Oh. Altes Hause, neues Hause, egal. Hauptsache, irgendein Hause. Hey, wie wär's mit der Stelle unter die Baumstamm? Der ist doch gar nicht dick genug, um uns zu schützen, Petri. Aber was ist, wenn wir nie Hause finden, das richtig für uns ist? Wir finden schon was. Also schön, zuerst bewegst du deine Arme, deine Beine im Kreis. Siehst du? Genau so. Sehr gut. Und weiter, jetzt beweg deine, anderen Beine. Und zwar so. Das ist schon ein guter Anfang. Jetzt versuchen wir es im Wasser. Na großartig, Ducky. Du hast Tritia beigebracht, wie man noch mehr rumplanschen kann. Nicht schlecht für den Anfang. Dass du einen Platz für eine Pause gefunden hast. Das ist nicht nur ein Platz für eine Pause, Petri. Das ist unser neues Zuhause. Neues Hause? Sieht für mich nicht aus wie neues Hause. Wart's nur ab, bis wir unser Nest gebaut haben. Ja! Danke, dass ihr uns so schön geholfen habt, Kinder. Dazu sind Freunde doch da. Sieht noch nicht aus wie Hause. Sieh doch mal genau hin, Petri. Hier liegen die Zweige von eurem alten Nest. Und wir sind auf einem Felsvorsprung. Das war euer altes Nest doch auch. Und von hier aus hat man eine super tolle Aussicht, genau wie bei deinem alten Zuhause. Na ja, vielleicht. Na schön, wir machen neues Nest, so wie altes Nest. Das Stöckchen hierhin, das Stöckchen dahin, das Stöckchen halb hier und halb da und Kuschelstock ganz dicht bei mich. Oh, mein Kuschelstock! Wir müssen ihn auf unserem Weg hierauf verloren haben. Verloren? Ich da
darf ihn nicht verloren haben. Ich habe Kuschelstock, seit wir in großes Tal gekommen sind. Ich kann nicht schlafen ohne ihn. Ich muss ihn wiederfinden. Petri, nicht! Hier ist es viel zu gefährlich und du bist noch viel zu klein. Ich mach das für dich. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Pass auf! Ein Erdrutsch! Nein! Man kann gar nichts mehr erkennen. Überall ist dieses Matschepampe-Wasser. Was wir machen jetzt? Augenblick mal. Ich rieche irgendetwas. Noch mehr Bodenkrabbler? Nein, Petris Mama. Vielleicht kann ich sie mit meiner Nase aufspüren. Nein, nicht. Lasst uns sein. Lasst unsere Mama zufrieden. Leute, das Ganze in Ordnung. Chomper, mein Freund, er sie retten will. Jetzt kann sie besser spritzen als vorher. Sie kann schon viel besser rumplanschen als vorher. Und wie soll ihr das helfen zu schwimmen? Sie muss sich im Wasser wohlfühlen, weißt du? So wie zu Hause. Bald ist sie in der Lage, ganz allein zu schwimmen. Oh ja, das wird sie, glaub mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Seht ihr? Was macht er da? Er ist Modderpampe. Aber warum? Hat er Hunger? Hat der scharfe Zähne? Das sieht gefährlich aus. Oh nein, Mami! Er wird sie auffuttern! Mir geht's bestens. Aber der arme Chomper musste sehr viel Modder schlucken, um mich zu retten. Das geht schon klar. Der Modder ist eklig. Aber da drin zappeln ein paar leckere Bodenkrabbler herum. Wie geht's? Du vielleicht komisches Geschmack, Chomper, aber du ganz großes Held. Danke, dass du unsere Mama gerettet hast, Chomper. Ja! Vielen Dank. Meine Geschwister völlig recht. Das ist sehr schön, wenn man hat guten Freund. Wie kannst du dich selbst Schwimmer nennen, wenn du nicht in der Lage bist, Tricia das Schwimmen beizubringen? Tut mir leid, Sierra. Aber wenn man schwimmen lernen will, braucht man Zeit und Geduld, besonders wenn man ein Dreihorn ist. Uns läuft die Zeit davon und ich habe keine Geduld. Tricia? Oh nein, wo ist sie hin? Tricia hat gelernt, wie man schwimmt. Ich habe es ihr beigebracht. Ja, das hab ich, das hab ich. Na schön, Ducky. Das hast du gut gemacht. Danke, Sierra. Jetzt ist Tricia eine bessere Schwimmerin als du.
Besser als ich? Ha, das glaube ich nicht. Pass auf! Siehst du, ich bin die beste Dreihornschwimmerin aller Zeiten. Da ist das Wasser ganz flach. Hey, das Himmelswasser hat aufgehört. Und seht mal, die große helle Scheibe kommt wieder raus. Wir glauben, wir heute schlafen auch ohne meine Kuschelstock tief und fest. Tut mir leid, dass ich ihn dir nicht bringen konnte, Petri. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Das ist meine Kuschelstock. Ich habe ihn da unten beim Graben gefunden, Petri. Oh. Wow, danke, Chomper. Jetzt fühle ich mich wirklich wie Hause. Ha 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 ha!